Herzlich willkommen im Elia Kinderheim in Thangale im Süden von Sri Lanka. Mein Name ist Angelika Riedlinger. Ich komme aus Kaiserslautern, bin Kinderkrankenschwester und Gründerin des Elia-Projekts und die Direktorin von Kinderheim und Kindergarten. Nach dem Tsunami im Dezember 2004 war ich für 15 Monate mit der christlichen Hilfsorganisation ATRA im Raum Thangale eingesetzt. So lernte ich meinen Mann Ranjit und seine Familie kennen. Die Mutter von meinem Mann, Nona Hami, wusste von meinem Traum, dass ich gern ein Kinderheim aufbauen würde und schenkte mir so die Hälfte von diesem Grundstück. Zurück in Deutschland gründete ich den Elia Kinderheimverein und mit Spenden wurde das Nachbargrundstück zum geschenkten Grundstück dazugekauft. Jetzt ist das Land einen Hektar groß, also 100 mal 100 Meter. Der Bau begann 2010. Nach nur einem Jahr Bauzeit, also im November 2011, war die Eröffnung und die ersten Kinder zogen im Hauptgebäude ein. Die Nebengebäude, der Spielplatz, der Schulbus, das Tuk-Tuk und so weiter kamen nach und nach dazu. Wir nehmen bis zu 30 Mädchen und Jungs auf, im Alter zwischen 4 und 18 Jahren. Wir nehmen Kinder beider Völkergruppen auf, also singhalesische und tamilische Kinder. Zurzeit leben bei uns buddhistische Kinder und auch christliche Kinder, aber auch hinduistische und muslimische Kinder sind sehr willkommen. Die wenigsten unserer Kinder sind Waisenkinder. Die meisten der Kinder stammen von sehr armen Eltern bzw. aus sozial schwachen Familien mit häuslicher Gewalt. Wir bieten den Kindern eine glückliche Kindheit, Kindergartenbesuch, Schul- und Berufsausbildung. Unseren 10 einheimischen Mitarbeitern bieten wir Arbeit und Gehalt, dazu Kost und Logis. Und unseren freiwilligen Helfern aus Europa schenken wir eine unvergessliche Lebenserfahrung. Der kostenfreie Elia Kindergarten wird von unseren Heimkindern besucht, sowie Kindern aus dem Dorf und aus den beiden Nachbardörfern. Das Elia-Projekt wird alleine durch Spenden finanziert und freut sich auch über Ihre Spende. Vielen Dank, Bohomes Duti. Denn wo Liebe ist, ist Unmögliches möglich. Ba-di-da-ba-ba, ba-di-da-ba-ba.